Danke, dass Sie heute, dass wir das Interview mit Ihnen machen können. Wir suchen nach Wegen, wie man die Fluchtursachen in Afrika verringern kann. Wir sind gemeinnütziger Verein in Deutschland, haben aber einen Partnerverein in Ghana und wollen in einer Region in Ghana, in der Bronga-Hafu-Region, gucken, wie wir mit Menschen dort zusammenarbeiten können, dass sie eine Perspektive bekommen. Wir sind auf Sie gestoßen, weil Sie sich mit gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen beschäftigen. Wir arbeiten dort mit Lehrern zusammen und denken, dass die in ihrer wirtschaftspolitischen Bildung an die Schüler diese Zusammenhänge darstellen sollten und die Schüler zu interessieren, sich für Wirtschaftspolitik zu engagieren. Stellen Sie sich bitte unseren künftigen Zusehern und Zuhörern einmal vor, auch mit dem, was Sie für die UNCTAD gemacht haben und wie weit Sie an diesen Fragen Nord-Süd-Gerechtigkeit, Wirtschaft, internationale Wirtschaftszusammenarbeit beteiligt waren. Ja, hallo, mein Name ist Heine Flassbeck. Ich bin Professor an der Universität in Hamburg jetzt. Ich habe früher in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet auf der Seite der Vereinten Nationen. Ich war 12 Jahre lang Chefvolkswirt der UNCTAD, der United Nations Conference on Trade and Development, in Genf und habe mich also mit allen Kontinenten intensiv befasst, auch mit Afrika, und war immer erstaunt darüber, wie wenig eigentlich die Afrikaner und die westliche Welt darüber wissen, was in ihren Ländern fundamental schiefläuft. Okay. Ja, jedes Jahr kommen 20 Millionen junge Menschen in Afrika von den Schulen, von den Universitäten neu auf den Arbeitsmarkt. Und man rechnet, dass nur 2 Millionen von ihnen eine Chance auf sozial gesicherte Arbeitsverhältnisse haben, wie sie in der Menschenrechtserklärung allen Menschen einmal 1948 versprochen worden sind. Stimmen die mit Ihren Zahlen überein? Ja, die Zahlen kann ich jetzt nicht im Einzelnen nachvollziehen oder bestätigen. Meine Arbeit bei UNCTAD liegt ja schon etwa 5 Jahre zurück. Aber in der Tat ist es so, dass wir in fast allen Regionen Afrikas, in fast allen Ländern Afrikas, keine befriedigende wirtschaftliche Entwicklung haben. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen. Es gibt immer Länder mal, wo es eine Rohstoffhorst gibt und dadurch mal ein paar Jahre hohe Wachstumsraten zu verzeichnen sind. Es gibt aber in Afrika im Gegensatz zu Asien zum Beispiel kein systematisches Aufholen. Man kann nicht sagen, dass irgendeine Region oder ein Land über die letzten 20, 30 Jahre systematisch gegenüber dem Westen aufgeholt hätte. Bundesminister Müller hat afrikanischen Botschaftern versichert, er wird sie unterstützen, um diese Lücke zwischen Nachfrage und Angebot auf dem Arbeitsmarkt zu schließen. Wie wird er erfolgreich sein? Nein, mit ziemlicher Sicherheit nicht, weil man das auf die Art und Weise, wie Herr Müller sich das vorstellt, gar nicht machen kann. Das sind ja wieder nur sozusagen Tropfen auf den heißen Stein, die er sich vorstellt. Man gibt hier ein bisschen Geld und gibt da ein bisschen Geld und man überredet einige westliche Unternehmen in Afrika zu investieren und dann wird alles gut. Das ist eine sehr naive Sicht der Dinge und die ist abgeleitet. Er nennt es ja auch so aus dem deutschen Marshallplan, aus dem Marshallplan für Deutschland, den es in den 50er Jahren einmal gegeben hat. Aber auch da ist es schon ein Missverständnis. Es war nicht der Marshallplan, der in Deutschland diese günstigen wirtschaftlichen Entwicklungen hervorgebracht hat, sondern es war das gesamte globale Umfeld, eine völlig andere Wirtschaftspolitik, als wir sie heute betreiben, die dazu geführt hat, dass Deutschland und andere Länder, es gab ja nicht nur ein deutsches Wirtschaftswunder, sondern viele Länder der Welt gleichzeitig erfolgreich waren. Mit dem Marshallplan hatte das nur am Rande zu tun und deswegen wird auch Herrn Müllers Marshallplan nur eine Randerscheinung bleiben. Ja, Sie befürchten ja sogar, dass diese angebotene Zusammenarbeit, weil Sie wohl die Rezepte des Internationalen Währungsfonds fortsetzen werden, sogar die Probleme verschlimmern werden. Ja, wir haben in der Tat, worunter Afrika leidet, ganz zentral leidet, ist, nennen wir es Neoliberalismus oder die Konzepte, die vom
Internationalen Währungsfonds und von der Weltbank in den letzten Jahren, Jahrzehnten, muss man sagen, verabreicht wurden. Es wurde eben immer auf private Initiative alleine gesetzt, auf freien Handel, auf die Belebung der Investitionstätigkeit durch die berühmten Reformen, durch Abbau von Korruption und ähnlichen Dingen. Das ist aber alles vollkommen ungeeignet. Gleichzeitig hat der IWF und die Weltbank haben nämlich zur gleichen Zeit zugelassen, dass in vielen Ländern Afrikas extrem schlechte makroökonomische Bedingungen herrschen. Also etwa das Zinsniveau ist absurd hoch in fast allen Ländern Afrikas. Die Währungsverhältnisse stimmen nicht, viele Länder sind überbewertet, statt unterbewertet zu sein. Von der fiskalpolitischen Seite gibt es nirgendwo Unterstützung für das Wachstum. Und das ist einfach fatal. Das ist eine völlig falsche Weltsicht. Das ist die unangemessene Weltsicht einer bestimmten ökonomischen Theorie, der neoklassischen Theorie, die hier fundamental versagt hat. Afrika ist der Kontinent, der mit die meisten Rohstoffe auf dieser Erde hat. Rohstoffe, ohne die unsere Wirtschaft vollkommen anders aussehen würde. Warum nützt dieser Rohstoffreichtum Afrika nicht zur Entwicklung? Ja, das ist leider ein generelles Phänomen, dass Länder, die mehr Rohstoffe haben, dass es denen fast immer schlechter geht, insgesamt der Bevölkerung schlechter geht, als den Ländern, die wenig Rohstoffe haben. Die Ausnahme sind natürlich die arabischen Länder, die so viel, unendlich viel Einnahmen aus Rohstoffen haben, dass auch die Gesamtbevölkerung davon etwas hat. Aber Rohstoffe führen fast immer dazu, in fast allen Ländern der Welt, dass es Korruption gibt, dass es keine gute Regierungsführung mehr gibt, weil alle sich darauf konzentrieren, irgendwie an diese Gelder zu gelangen, die man aus den Rohstoffen erzielen kann. Und deswegen muss man unbedingt auch in den Ländern, wo es Rohstoffe gibt, muss man eine Wirtschaftspolitik betreiben, die sich eben nicht auf die Rohstoffe konzentriert, sondern darauf konzentriert, wie man ohne Rohstoffe etwas entwickeln kann. Das kann man überall auf der Welt, im Gegensatz zu dem, was viele Leute glauben. Es gibt keine menschlichen, natürlichen oder sonstigen Hindernisse, in Afrika eine erfolgreiche Entwicklung hinzubekommen. Sie erklären, dass das offizielle Deutschland sich noch nie ernsthaft um die Menschen in den armen Ländern gekümmert hat. Wie erklären Sie sich das? Naja, man überlässt, das ist ja wiederum ein globales Phänomen, man überlässt die Makropolitik in fast allen Entwicklungsländern überlässt man dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Vor allem dem Internationalen Währungsfonds in den letzten 10, 20 Jahren. Und der Internationale Währungsfonds, wiederum unter unserem Einfluss natürlich, ist neoliberal, neoklassisch ausgerichtet. Und das ist eben, wie wir jetzt gerade in Europa gesehen haben, das vollkommen falsche Rezept. Der Währungsfonds war ja dabei, als wir für Griechenland ein Programm gemacht haben, was voll fundamental falsch war, was, wie heute jeder weiß, total in die Hose gegangen ist. Warum? Weil sie einfach eine unsinnige Theorie verwendet haben. Sie haben zum Beispiel geglaubt, nur um ein Beispiel zu geben, sie haben geglaubt, wenn man die Löhne senkt, steigt die Beschäftigung. Nun hat man in Griechenland die Löhne mehr gesenkt als in irgendeinem anderen Land der Welt in den letzten 50 Jahren. Und was ist passiert? Nun, sie haben die höchste Arbeitslosenquote aller Zeiten und aller Länder. Und das zeigt eben, dass diese Theorie ganz fundamental falsch ist. Und es ist eben auch fundamental falsch, damit muss man sich auseinandersetzen, fundamental falsch ist auch die gesamte Handelstheorie. Es gibt keine vernünftige Theorie des internationalen Handels, sage ich mal, die zeigen könnte, dass Entwicklungsländer in irgendeiner Weise automatisch oder irgendwelchen natürlichen Vorteilen entsprechend begünstigt sind oder Chancen haben, sich zu entwickeln. Das ist einfach eine Illusion. Die Länder, die sich gut entwickelt haben, wie in Asien, Japan, Korea, China, die haben das alle unter ganz bestimmten Umständen getan, die nichts mit dem Freihandel zu tun haben als solchen, sondern in der erster Linie mit massiver Intervention des Staates. Glauben Sie, dass das nur eine theoretische Verirrung ist oder hängt das mit den Machtverhältnissen auf der Erde zusammen, dass in erster Linie um die Vermehrung des Vermögens der Vermögenden geht und die sich Theorien bedienen, um das durchzusetzen? Naja, es ist ja nicht mal so, wenn es so richtig wäre, wäre es sehr einfach. Aber es ist leider nicht so einfach, weil
wenn wir eine gute wirtschaftliche Entwicklung haben in Afrika oder sonst wo, dann geht es den Reichen oder den gut verdienenden Menschen geht es auch besser. Also es ist nicht so, dass die jetzt per Saldo davon profitieren. In Griechenland kann niemand sagen, dass die reichen Griechen jetzt profitiert hätten von dieser Krise. Sie sind natürlich immer noch reich, aber sie haben nicht profitiert. Sie hätten, könnten viel reicher sein, wenn die Krise nicht gewesen wäre. Also das ist nicht, es ist nicht so einfach zu sagen, das sind nur die sozusagen die Machtverhältnisse, die entscheiden, dass wir uns falsch entscheiden. Nein, wir entscheiden uns falsch, weil wir die falsche Theorie haben. Das hat nicht nur mit Machtverhältnissen zu tun. Es ist natürlich, beeinflusst wird diese Theorie natürlich vom unternehmerischen Denken. Wir, die neoklassische, neoliberale Theorie ist eine mikroökonomisch ausgerichtete Theorie und die passt sozusagen in das Unternehmerdenken in dieser Welt hinein. Und deswegen wird sie von den Unternehmern dieser Welt, und das sind natürlich mächtige Menschen, massiv beeinflusst. Aber die meisten Unternehmer können sich überhaupt nicht vorstellen, wissen es einfach nicht, dass es auch ihnen besser gehen würde, wenn man eine vernünftige Theorie hätte, eben nicht die neoklassische Theorie. Ja, ich habe mal gelesen, dass es daran mit liegt, dass die Entscheidungsträger an kurzfristigen Zielen, an den nächsten Bilanzen gemessen werden und nicht, wie es langfristig sich ausgleicht. Also sozusagen deshalb sich die langfristigen Interessen vielleicht auch für sie selbst nicht durchsetzen. Ja, es ist, da ist was dran, aber es ist auch nicht nur kurzfristig und langfristig. Sehen Sie, wenn man eine falsche Arbeitsmarktpolitik macht, die ist kurzfristig falsch, wie langfristig falsch. Da kann man nicht sagen, da gewinnt jemand kurzfristig, da verlieren kurzfristig alle und verlieren langfristig alle. Und deswegen ist diese Erklärung mit den Interessen greift immer zu kurz. Es sind nicht nur Interessen, sondern es sind unsere Überzeugung davon, wie Wirtschaft funktioniert. Und diese Überzeugung, darüber müssen Sie sich im Klaren sein, gerade wenn Sie nach Ghana gehen, in alle Länder, in allen Ländern Afrikas wird der Elite, ein Großteil der gebildeten Bevölkerung, wird genau das eingetrichtert. Sie gehen nach Washington zum IWF, machen Kurse ein paar Jahre oder ein paar Monate lang und sie kommen nach Hause und glauben ganz fest an diese Doktrinen. Das ist das, was ich überall erlebt habe. Und das ist die eigentliche Schwierigkeit. Gehen Sie in die ghanaische Nationalbank oder in die ghanaische Regierung und bin ganz sicher, Sie treffen überall diese Leute, die von diesen Theorien massiv infiziert sind und sich davon nicht lösen können. Ja, Sie haben für die UNCTAD gearbeitet und das war ja ein Instrument, wo die unabhängig gewordenen früheren Kolonien gehofft hatten, eine neue Weltwirtschaftsordnung durchsetzen zu können. Und wir hatten ja auch die Initiative von Willy Brandt mit seiner Nord-Süd-Kommission und Horst Köhler nochmal, der sich darauf berufen hat. Warum ist so wenig passiert mit mehr Nord-Süd-Gerechtigkeit? Naja, das ist schwer zu sagen im Einzelnen, aber UNCTAD hat natürlich schon über Jahrzehnte ein Gegengewicht gebildet zum Internationalen Währungsfonds. Nur UNCTAD als Vertreter der Entwicklungsländer, der sich entwickelten Länder, ist natürlich schwach im Vergleich zum Internationalen Währungsfonds als dem Vertreter der reichen und mächtigen Länder. Sie sind nun mal die mächtigen Länder. Da geht ja kein Weg dran vorbei. Und es hat leider in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, keinen amerikanischen Präsidenten gegeben, aber auch keine starke europäische Regierung, die versucht hätten, das zu ändern. Auch Obama hat vollständig versagt in dieser Frage. Leider, muss man sagen. Er hätte ja ein gewisses Faible für Afrika entwickeln können, angesichts der Herkunft seines Vaters zum Beispiel. Aber er hat das nicht getan. Er hat all diesen neoliberale Zeug weiterverkauft, sogar noch härter verkauft als republikanische Präsidenten vorher. Und das sieht man, wenn Sie jetzt, Obama hat ja vor einiger Zeit in Südafrika gesprochen, wenn Sie sich anschauen, was er jetzt sagt, wenn er das alles umgesetzt hätte, was er jetzt scheinbar weiß, dann wäre auch ein guter Präsident im Sinne der Entwicklungshilfe gewesen oder der Entwicklungsländer gewesen. Aber das hat er damals anscheinend alles nicht gewusst, was er jetzt weiß, nämlich dass das mit der Globalisierung nicht so einfach ist, dass das mit dem internationalen Handel nicht so einfach ist. Das alles hat er jetzt offensichtlich in den letzten Monaten erst erfahren. Viele junge Leute in Afrika haben geglaubt, wenn sie sich anstrengen, Bildung, Universität machen, dass sie dann gesicherte Lebensverhältnisse bekommen und merken jetzt nach dem Ende ihrer Ausbildung, dass das nicht so ist. Was raten Sie den jungen Leuten, was sollten sie neben
eine Ausbildung machen und welche Berufe, meinen Sie, sollten Sie versuchen zu ergreifen? Ja, zunächst mal zu der Frage, warum das nicht so ist. Das hängt gute Bildung und eine vernünftige Ausbildung sind eben bilden keinen Automatismus, der zu einer vernünftigen Entwicklung der Länder als solche führt, weil da sind wieder die makroökonomischen Faktoren vor. Wenn ich nochmal das Beispiel benutzen darf, wenn ich, wie das vor ein paar Jahren, als ich in Ghana war, der Fall war, wenn die Zinsen in realer Rechnung, also nach Abzug der Inflation in einem Land wie Ghana, in der Größenordnung von 20% liegen, kurz- und langfristig, oder langfristig es überhaupt keine Kredite gibt, die kurzfristigen Zinsen liegen bei 20%, dann braucht man über alles andere gar nicht reden. Da können Sie sich bilden und fortbilden und tun, was Sie wollen. Da wird immer die Entwicklung schlecht bleiben, weil es ist einfach unmöglich. Es kann sich keine Wirtschaft entwickeln, es kann keine Wirtschaft investieren bei einem Realzins von 20% und einem Wachstum von 3% oder 5%. Das ist einfach unmöglich. Und es ist aber, das Problem ist, dass es sehr schwer ist, selbst das Bewusstsein dafür zu erzeugen, in den politischen, auf allen politischen Ebenen in Afrika. Ich habe selbst versucht, bei UNCTAD eine Studie in Gang zu setzen und dafür etwas Geld zu bekommen, um diese Zinsfrage in Afrika einmal gründlich zu studieren. Ich habe kein Geld bekommen. Niemand wollte es wissen. Niemand hat sich dafür interessiert. Obwohl es jeder in der westlichen Welt diese Frage, wie hoch ist das Zinsniveau, für die wichtigste sozusagen überhaupt hält. Alle reden über die Notenbanken, über die Zinsen und alles. Nur in Entwicklungsländern tut man so, als würde das da keine Rolle spielen. Könnten da auch wirtschaftliche Interessen auch in Afrika mitspielen? Weil es gibt ja Leute auch in Afrika, die von den hohen Zinsen profitieren. Ja, aber das sind ja ganz wenige. In Ghana, damals als ich da war, da gab es 4 oder 5 Banken, die waren alle in westlicher Hand. Ich weiß nicht, ob die wirklich, die haben natürlich schöne Geschäfte gemacht, aber für die globalen Träger dieser Banken war das sicher kein wichtiges Geschäft. Ich glaube nicht, es hängt nicht an Interessen. Es hängt daran, ob eine Regierung kompetent ist, eine Regierung versteht, einige zu wichtige Zusammenhänge versteht. Schauen Sie sich China an, nochmal um China als Gegenbeispiel zu nehmen. China ist das einzige Land nach ganz objektiven Untersuchungen, die man durchführen kann, dass seine monetäre Bedingungen ist das Zinsniveau und das Wechselkursniveau, dass seine monetären Bedingungen in den letzten 30 Jahren so hingekriegt hat, so gut dargestellt hat, dass man wirklich von positiven Investitionsbedingungen reden konnte von der monetären Seite. Das hat praktisch kein anderes Entwicklungsland geschafft. Und warum ist das der Fall? Nun, weil China eine Regierung hat, die sich von westlichen Dogmen und westlichen Ideologien und der Neoliberalismus oder Neoklassik überhaupt nicht beeinflussen lässt, sondern die ein paar wirklich gute Ökonomen hatten, die gesagt haben, nun, wenn wir investieren wollen, brauchen wir niedrige Zinsen. Wenn wir investieren wollen, müssen wir einen vernünftigen Wechselkurs haben, bei dem unsere Betriebe exportieren können. Und Punkt aus. Sie haben sich nicht ins Boxhorn jagen lassen von irgendwelchen westlichen Doktrinen über den Freihandel und kooperative Vorteile und all so Zeug. Um heute gesellschaftlich produzieren zu können und Betriebe aufzubauen in Afrika, braucht man Kapital. Wie soll man in Afrika da rankommen? Ja, sehen Sie, das ist eine entscheidende Frage. Danke für diese Frage, weil das ist wirklich vielleicht die zentralste Frage überhaupt. Ja, wie kommt man an Kapital? Arme Länder haben ja offensichtlich kein Kapital. Wo hat denn China sein Kapital hergenommen? Haben sie ja auch nicht importiert. China hat sein Kapital nicht importiert. Woher ist es hergekommen? Heute haben sie unendlich viel Kapital. Ja, sehen Sie, die herrschende Lehre gibt eine einfache Antwort. Die sagt, ja, Kapital, was hat man dann, wenn man reiche Haushalte hat und die reichen Haushalte legen Geld zur Seite und sparen, dann hat man Kapital. Und dieses Kapital kann man investieren. Das ist grandioser Unsinn. Das ist schlichter Unsinn. Und wenn man das weiß, dann weiß man, jedes Land schafft Kapital. Wenn sie eine vernünftige Bedingung schaffen zur Investition, eben niedrige Zinsen zum Beispiel, Geld, Kredite, dann entsteht Kapital. Es entsteht Kapital in jedem Land und zwar so viel, wie das Land braucht. Es gibt keinen Engpass an Kapital. Diese ganze vorhandene Kapitaltheorie, es ist irgendwie in der Welt eine bestimmte Menge Kapital vorhanden, ist Unsinn, ist grandioser Unsinn. Aber daran scheitern ganz viele Entwicklungsländer. Ich habe das sehr oft erlebt. Da werden Konferenzen, Symposien abgehalten in Entwicklungsländern. Alle fragen sich, ja, wo kommt, was,
verflucht normales Kapital. Ja, wir haben kein Kapital. Das ist aber ja, Unsinn. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Ja, was ist Ihr Vorschlag? Naja, man muss, wie gesagt, günstige Bedingungen schaffen dafür, dass die Menschen in Ghana investieren können. Als ich damals in Ghana war und über Land gefahren bin, habe ich gesehen, da sind Leute mit Stöcken, die in der Erde buddeln, um die Felder aufzureißen, um ein bisschen die Erde locker zu machen mit Stöcken. Gibt ihnen Kredite, dass sie sich Traktoren kaufen können oder wegen Schaufeln oder alles Mögliche. Das ist alles möglich. Nur die Doktrin, dass der Staat keinen Kredit aufnehmen darf zum Beispiel, oder die Doktrin, dass die Notenbank niemals dafür sorgen kann, dass in einem Land mehr investiert wird, die hindern uns daran, vernünftig zu denken. Es ist das Einfachste von der Welt, in Ghana den Menschen auf dem Land auf die Sprünge zu helfen. Man schafft ein paar Milliarden sozusagen, schafft man sich selbst durch die Notenbank oder wie auch immer. Und damit kauft man genügend Maschinen und Traktoren und schon steigt die Produktivität in der Landwirtschaft um das Zehnfache in 10 Jahren. Gut, in Europa ist unser gesellschaftliches Wirtschaftssystem durch die Trennung der Bauern und Handwerker von ihrem Land und ihren Produktionsmitteln geschaffen worden und der Konzentration der Investitionsmittel bei einem kleinen Teil der Gesellschaft. Geht das in Afrika auch nur so? Denn über Landgrabbing und den Klimawandel, der landwirtschaftliche Flächen entwertet oder vernichtet, werden ja viele Menschen jetzt von ihren eigenen Produktionsmitteln getrennt. Gibt es einen Weg, sehen Sie einen Weg, dass aus der Gemeinschaft, der dörflichen Gemeinschaft heraus eine Modernisierung geschafft werden kann? Naja, aus der dörflichen Gemeinschaft heraus alleine eben nicht. Wenn die wiederum die makroökonomischen Bedingungen nicht stimmen, kann die dörfliche Gemeinschaft nichts tun. Es muss immer auf der Ebene des Staates, auf der Ebene des Nationalstaates, muss es eine kompetente Administration geben, die dafür sorgt, dass auf der Ebene der Gemeinde, der Dörfer genügend Geld, genügend Kapital geschaffen wird, aus dem Nichts geschaffen wird, sodass dass diese anfangen können zu investieren. Und wenn sie dann anfangen zu investieren, dann entsteht wirklich Kapital. Kapital entsteht immer aus dem Nichts. Es muss immer erst vorfinanziert werden. Das ist keine Theorie von mir, sondern die berühmte Theorie von Josef Schumpeter. Es muss immer erst vorfinanziert werden und dann entsteht das Kapital aus dem Prozess heraus. Nur diese Vorfinanzierung über die Regierung, über die Notenbank, das ist strikt verboten. Das ist heute eines der größten Tabus auf der ganzen Welt. Und das ist verrückt. Und das muss man überwinden. Und dann kann man alles Mögliche machen. Die europäischen Staaten versuchen, Afrika ein Freihandelsabkommen aufzuzwingen, die EPAs. Ja. Ist das nicht so, dass das die wirtschaftliche Entwicklung einer eigenständigen Afrika unmöglich macht? Ja, das ist in vielen Fällen so. Ich kann jetzt nicht alle EPAs beurteilen. Die jüngeren habe ich mir jetzt nicht mehr angeschaut. Aber es ist in der Regel so, natürlich, wenn Sie mit einem Partner verhandeln, der die falsche Auffassung von der Welt hat, sozusagen ist er die neoliberale Neoklasse, wie das bei der Europäischen Kommission der Fall ist, dann und der ist mächtig, dann wird er Sie immer dazu drängen, die gleiche falsche Konzeption zu übernehmen. Und Freihandel könnte man jetzt viele Beispiele machen, aber das weiß ja heute fast jeder. Der Freihandel, so wie man sich das gedacht hat, das funktioniert auch nicht. Die westlichen Länder, die nördlichen Länder sind überlegen in fast allen Produktionsweisen und sie nutzen diese Überlegenheit auch überall. Es gibt keinen natürlichen kooperativen Vorteil, den jetzt ein Land in Afrika hätte. Nein, man muss wie in Asien haben sie das gemacht. Man muss sich abschotten für eine Weile und dafür sorgen, dass man selbst Industrie aufbaut, dass man selbst wettbewerbsfähige Strukturen aufbaut. Nur dann hat man eine Chance zu überleben. Wer Freihandel einfach zulässt, ist sowieso verloren. Wie könnten die afrikanischen Länder das durchsetzen? Ja, indem sie wiederum selbstbewusst werden, kompetent und selbstbewusst sind und sagen, naja, wenn ihr nicht mit uns handeln wollt, zu unseren Bedingungen oder den Bedingungen, die wir brauchen, ja, dann handeln wir unter uns. Das ist auch nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist nicht der Handel. Das Wichtigste ist, dass die Menschen in Ghana, in den Ländern, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihr eigenes Einkommen zu vermehren. Sie müssen nicht wie verrückt mit dem Rest der Welt handeln. Das ist gar nicht notwendig. Es ist, wenn das geht, das ist gut. Aber wenn es nicht geht, kann man sich auch entwickeln ohne den sogenannten Freihandel. Der ist ja sowieso nicht zu Bedingungen zu haben.
die für die Entwicklungsländer günstig wären. Unsere westliche Lebensweise, der viele Afrikaner nachstreben, das ist ja eine Lebensweise, die sich entwickelt hat auf Kosten des Rests der Welt, auf Kosten der Rohstoffe, auf Kosten billiger Arbeitskräfte und auf Kosten der Zukunft unserer Kinder. Wenn jetzt noch weitere Milliarden Menschen so leben würden wie wir, wäre dann nicht die Natur, unsere Erde am Ende? Ja, das ist in irgendeiner Weise ist das richtig. Aber soll sich Afrika jetzt davon hindern lassen, etwas zu tun für seine eigene Entwicklung? Das macht doch keinen Sinn. Warum sollte jetzt Afrika anfangen? Die Industrieländer müssen etwas tun. Die tun zu wenig, das wissen wir alle. Aber Afrika kann jetzt nicht die Welt retten und damit seine eigene Entwicklung behindern. Das halte ich für eine völlig falsche Sichtweise. Afrika muss das tun, was für Afrika gut ist. Das kann dabei natürlich klüger sein als wir. Es kann ja, man darf ja klüger sein. Ne? Man darf ja klüger sein, man darf Dinge tun, die wir nicht getan haben. Oder man darf auch Dinge unterlassen, die wir idiotischerweise getan haben. Aber man kann jetzt nicht Afrika sagen, ihr müsst jetzt die Welt retten. Und die anderen, was die anderen machen, wissen wir leider nicht. Nee, das kann nicht so funktionieren, sondern Afrika muss tun, was für Afrika gut ist, dass es dabei seine Natur schützt und seine Rohstoffe mit seinen Rohstoffen umgeht, ist alles richtig, aber nicht mit Blick auf die Welt, sondern mit Blick auf Afrika. Ja, die Frage ist, ob wir praktisch eine Koalition von den Kräften in Afrika und hier brauchen, die verstehen, dass diese Lebensweise keine Zukunft hat, weil sie die Natur überfordert und an einem neuen Idealbild von gutem und richtigem Leben arbeiten. Ja, das können Sie auch noch zusätzlich irgendwie tun. Wenn Sie das hinkriegen, umso besser. Aber zunächst mal ist das für mich kein entscheidender Punkt. Wie gesagt, wenn jemand die Welt zu retten hat, dann sind wir das. Wenn wir das nicht tun, wird es Afrika auch nicht tun können. Und deswegen ist das für die Afrikaner ja, im Moment keine besonders wichtige Betrachtungsweise. Wenn sie dann aufgeholt haben, wenn sie reicher werden, wenn sie mehr Wohlstand haben, wenn es keinen Hunger mehr gibt, wenn es keine tägliche Not mehr gibt, dann fängt man an, über Umweltschutz nachzudenken. So haben wir das auch gemacht. Das wird in Afrika nicht anders sein. Das mag man bedauern oder nicht. Wir Weiße können das oder wir nördlichen Menschen können das bedauern. Aber das hilft nichts. Es hilft den Afrikanern überhaupt nicht, wenn wir das bedauern, sondern sie müssen ihren eigenen Weg finden und den können Sie nicht mit Rücksicht auf die Welt und die Rettung der Welt definieren. Sie haben gesagt, dass im arabischen Frühling den Menschen in erster Linie ums Überleben ging. Arbeitsplätze, Löhne. Und dass das hier in den Medien von den Politikern einseitig dargestellt worden ist, als ginge es ihnen nur um politische Veränderungen. Ja, genau. Und wie erklären Sie sich das, dass das hier so einseitig dargestellt worden ist? Naja, wir wollten, wie immer in solchen Fällen, wir wollen ja nicht wahrhaben, wenn jemand kritisiert, dass wir etwas falsch gemacht haben. Was die Nordafrikaner irgendwann begriffen haben, auch durch gedrängt, durch Not, durch Verzweiflung, was sie irgendwann begriffen haben, dass diese westliche Vorstellung von Wirtschaftspolitik bei ihnen nicht funktioniert. Sie wollten teilhaben, sie wollten gleichberechtigt die gesamte Bevölkerung oder große Teile der Bevölkerung teilhaben lassen. Und nur das hat natürlich uns wieder nicht ins Konzept gepasst und deswegen haben wir das über den Internationalen Währungsfonds zum Beispiel in Ägypten, haben wir das ganz brutal gestoppt. Und das ist einfach zynisch und ohne Betrachtung der Lage, ohne Wissen darüber, was da passiert ist, hat man dann im Westen gesagt, naja, das kann ja nur gut sein, wenn endlich der Internationale Währungsfonds da wieder für Ordnung sorgt. Dass der Internationale Währungsfonds aber war, der vorher ein paar Jahrzehnte da jeden Unsinn zugelassen hat, das darüber reden wir dann nicht. Ja, Sie haben auch gesagt, dass diese Bewegung für Veränderungen selbst wenig wirtschaftspolitische Kompetenz hatten, um was Neues zu beginnen. Wie könnten Sie sich vorstellen, wie können wir dazu beitragen, dass von den Veränderungsbewegungen einfach mehr wirtschaftspolitische Kompetenz dort entsteht? Naja, das geht nur über ein geändertes Bewusstsein. Wenn man erstmal versteht, wie wichtig diese makroökonomischen Fragen sind, von denen ich gesprochen habe,
wenn man weiß, wie wichtig diese Ideologien sind, gegen die man anzukämpfen hat, dann weiß man, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und dann muss man Leute ausbilden, die das können. Man muss eben Schüler, Studenten finden, die bereit sind, sich mit diesen alternativen kritischen Konzepten auseinanderzusetzen und eine kritische Masse im Land zu bilden, die dann wirklich dagegen halten kann und nicht alles akzeptiert, was irgendwo erzählt wird. Ja, wir wollen in diesem Mitmachnetzwerk Fluchtursachen beseitigen, so eine Gruppe bilden, auch Leute von verschiedenen Ländern, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Würden Sie da mittun? Ja, im Rahmen meiner Möglichkeiten will ich Ihnen gerne helfen. Wollen wir mal schauen, wie es geht und was ich tun kann. Ja, gerne. Die Situation, wenn wir viele perspektivlose Menschen haben, hat ja letztlich in den 30er Jahren auch zur Machtergreifung der Nationalsozialisten geführt und ist ein Boden für Extremismus weltweit, sowohl in Europa als auch letztlich in den arabischen Ländern, worauf dann der IS blühen kann und eine große Gefahr. Und das waren ja die Schlussfolgerungen mit der Gründung der UNO, dass man so zusammenarbeitet, dass keine Menschen ohne Perspektiven sind. Ist also diese Entwicklung in afrikanischen Ländern auch eine Gefahr für Frieden und Stabilität in den afrikanischen Ländern und darüber hinaus? Ja, natürlich. Wir sehen es jetzt bei uns. Wir scheitern ja gerade hier in Europa an unserer eigenen Doktrin. Deutschland sagt, es geht ihm gut und es geht ihm auch etwas besser als in anderen Ländern, aber der Rest Europas ist Katastrophe. Frankreich und Italien sind Katastrophe. Und was passiert in dieser Katastrophe nun? Irgendwann gehen die Menschen auf die Barrikaden und lassen sich das nicht mehr gefallen, wie jetzt in Frankreich oder mit der Wahl vorher in Italien. Und klar, in Afrika ist es auch so. Da wird einmal links und einmal rechts gewählt und man versucht alles Mögliche. Und am Ende sind die Menschen so verzweifelt, dass sie an diese Demokratie nicht mehr glauben. Und dann laufen sie auch irgendwelchen Scharlatanen nach. Schauen Sie nach Brasilien jetzt, wer da gewählt wurde. Das ist dann das Ende. Und das ist dann möglicherweise auch das Ende der Demokratie. Nach unserem Grundgesetz haben wir uns verpflichtet, uns für Gerechtigkeit und Menschenwürde weltweit einzusetzen. Wie glauben Sie, können wir dieses in Deutschland stärker machen, dieses Bewusstsein und das Engagement dafür? Ja, ich glaube nicht, dass es von Deutschland aus geht, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass ein Land wie Deutschland das wirklich irgendetwas bewegen kann, weil wenn man sich anschaut, wie ignorant wir sind gegenüber den Entwicklungen in Entwicklungsländern, in Afrika und sonst wo, habe ich nicht die Hoffnung, dass wir in irgendeiner Zeit uns fundamental ändern würden. Wenn sich etwas ändert, dann muss es aus den Entwicklungsländern herauskommen. Die Entwicklungsländer müssen auch ökonomisch, intellektuell in der Lage sein, dagegen zu halten, sich damit auseinanderzusetzen, kritisch auseinanderzusetzen und kritisch zu fragen und klar zu sagen, wir wollen nicht den Internationalen Währungsfonds als Oberregierung in unserem Land. Wir wollen ihn rausschmeißen, wir wollen die Weltbank rausschmeißen, wir können das alles selbst. Aber dazu müssen sie erst selbst einmal sich emanzipieren. Sie müssen sich von diesem herkömmlichen ökonomischen Denken auch fundamental emanzipieren. Und das ist, wie gesagt, angesichts der Ausbildung der Eliten auch dort nicht so einfach. Können wir dazu was beitragen? Ja, natürlich kann man dazu etwas beitragen. Jeder kann dazu etwas beitragen. Man braucht keine Hunderten von Leuten, aber wenn in Ghana 10 oder 20 kapieren, was wichtig und was Sache ist, und sich dafür engagieren und das auch gut verteidigen können, dann können sie sich ja etwas bewegen. Ja, dann herzlichen Dank für das Interview. Bitte sehr.